wenn man in der Früh rausgeht und es sind ja fast doch keine Autos nicht unterwegs und man hat eigentlich praktisch dann dieses schöne Wetter, die Sonne geht auf und es ist das Wasser da und man sitzt sich dann dahin und schaut so über, jetzt ist ja zugeschüttet, schade drum, aber wie das praktisch ja alles noch war, wie das noch nicht zugeschüttet war und man, die Sonne geht auf und du sitzt da draußen, die schaut aus wie in Venedig, das ist so faszinierend und das ist eigentlich schön, man sitzt draußen, trinkt einen Kaffee oder man isst eine Semmel dazu oder ein Frühstück und man sieht das dann, wenn die Sonne auf, ist toll. Also wirklich, es erinnert dann an Venedig, weil ich liebe auch Venedig, das ist ja auch am Wasser dort. Aber man hat schon wirklich das Gefühl, man ist da im Urlaub. Das ist schon faszinierend. Das Linzer Hafenleben hat sich eigentlich sehr geändert. Es hat sich sehr geändert, weil es ist ruhig geworden. Es ist ja, sind ja keine Schiffe mehr da. Es sind auch die Großmärkte nicht mehr da. Es hat sich sehr beruhigt herunter. Und dadurch, ja, weil auch die Schiffe ja weiter draußen jetzt liegen über den Winter, kommen auch die Leute nicht mehr so her. Und das ist schon ein Nachteil. Wie ich da angefangen habe, das sind jetzt 16 Jahre, da sind noch Schiffe da gewesen, die sind auch be- und entladen worden. Da waren ja auch noch die großen Kräne da. Und da hat sich was bewegt, die Züge sind gefahren, die sind ja auch beladen worden oder Lastwagen sind beladen worden. Und das ist eigentlich alles dadurch jetzt ja weg. Es ist ja nichts mehr da. Und das ist eigentlich schon schade. Okay. Man hat ja dadurch mehr Geschäft gehabt. Es sind andere Menschen gekommen, andere Nationalitäten, die auf der Donau praktisch gefahren sind mit dem Schiff. Es ist alles weg. Mei, das sind Deutsche, ich kann es gar nicht alles sagen, Ungarn, mit was alles auf die Schiffe drogen waren. Es sind ja auch sehr viele gemischte Schiffe gewesen, die wo ja praktisch mehrere Nationalitäten auf den Schiffen drogen waren. Es ist ja nicht bloß eine Nationalität drum gewesen, sondern die Heizer und alles, was da drauf, die Käpt'n haben dann wieder andere Nationalität. Es ist einfach, da hat sich schon was bewegt. Da hat sich was sehr viel bewegt, auch die Hafenpolizei, es war ja alles, da herin im Hafen alles mit. Das ist total weg. Also dieser Flair von einem Hafen ist weg, weil es ist ja nichts mehr da, es wird ja nichts mehr umgesetzt praktisch in die Schiffe rein oder so. Es fehlt alles. Es sind ja keine Kräne nicht mehr da, die Schiffskräne oder dass mal Holz beladen wird in die, es ist ja alles weg. Da ist sicher ja früher noch mehr gekommen, also praktisch Lebensmittel oder Getreide oder was so früher ja alles gehandelt worden ist. Da ist ja auch ein großer Getreidesilo ja hinten dort. Das ist ja alles weg. Das ist ja ein stiller Hafen geworden, ein ruhiger Hafen. Aber der Zigarettenhandel, glaube ich, der funktioniert trotzdem noch. Auch wenn, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich oft mit der Trafik umsprich, mit dem Günther, der sagt dann schon, weil er sagt, wenig Zigaretten gingen momentan. Ja, sagt, ich glaube, es wird wieder irgendwo geschmuggelt. Ja, ist es einfach. Aber das andere, das habe ich alles nicht mehr miterlebt. Also praktisch diese, wo Lebensmittel geschmuggelt worden sind oder ich weiß nicht, was sie alles geschmuggelt haben, aber sicher ist viel geschmuggelt worden. Ich möchte eigentlich ansprechen damit, naja, vielleicht die frühere Zeit. Die frühere Zeit, wo eigentlich da sehr viel los war. Und auch die Gäste, die wo wiederkommen, die kennen ja das Hafenbüffel von früher. Und es war ja auch früher Hafen. Das, wo jetzt nicht mehr ist. Das Hafenbuffet macht eigentlich speziell erstens einmal, wir haben eine bürgerliche Küche. Wir sind preislich eigentlich noch günstig, also für jeden Arbeiter. Und es kann sich jeder das leisten, dass er Mittag zum Essen geht oder mal ein Jausen macht. Weil ich sage, ich kann nicht so teuer sein, weil der Gast einfach das Geld nicht mehr hat. Die haben einfach das Geld nicht mehr. Es ist einfach, der Euro ist einfach ein schlechtes... schlecht gewesen mit den, weil viele Menschen einfach das Geld nicht mehr haben. Und wir sind günstig und ich finde, vielleicht haben wir auch gut, weil jeder sagt, wir haben eine gute Küche. Und wir sind freundlich, wir sind nett, weil wir lieben auch die Gäste. Und das ist eigentlich unser, wir haben einen schönen Garten im Sommer.
Man sitzt im Grünen, sieht den Sonnenschirm draußen und alles. Und ich glaube, die Gäste sind damit zufrieden. Das ist eigentlich unser Spezielles, weil wir vielleicht doch gut kochen und deswegen haben wir auch sehr viele Leute. Und das ist eigentlich das, wo eigentlich der Gast eigentlich heute halt noch möchte und zum günstigen Preis. Und er kann sich auch was nachholen, es wird nie was verlangt. Ich habe Gäste da, die eine doppelte Portion essen, die sind groß, sind dünn und schlank und die haben einfach Hunger. Und die kriegen halt dann die doppelte Portion um den gleichen Preis. Ich sage immer, warum soll ich denn was zahlen? Wir verdienen halt davor weniger, aber er soll sich satt essen können. Und das ist wichtig für mich. Ich bin von morgens um 5 Uhr bis abends bis 16 Uhr da. 18 Uhr bis 18 Uhr haben wir offen. Es sind in der Früh sind das alles Arbeiter, ja. Die wo in die Füße müssen, die wo einfach früher war es mal die Polizei oder die Werftler oder es ist immer irgendjemand da, der wo einfach in der Früh schnell einen Kaffee möchte, Buttersemmel oder Marmeladesemmel oder Frühstück, einmal ein halbes Bier mal eine oder der andere. Und die anderen kommen von der Arbeit. Das, sind um die Föst oder von unten die Föst oder mal Haribo oder irgendwelche Firmen, die wo einfach um die Zeit einfach schließen oder die Schichtwechsel haben. Und die Abends, die kommen dann eben von der Arbeit. Die kommen halt dann auch noch schnell auf ein halbes Bier oder man darf nicht mehr so viel trinken, mal auf einen Kaffee oder mal auf einen Radler oder was. Die sind dann am Abend da. Ja. Genau, das ist, ich bin schon immer Wirtin, ich war schon in Deutschland Wirtin und ich habe meine Gäste geliebt, die sind jahrelang, sind viele runtergefahren zu mir und haben mich besucht und alles und ja, die haben mich sicher auch geschätzt in Deutschland und ich liebe einfach meine Leute und ich bin mit Liebe Wirtin und da unten gar raus. Das ist klein, das ist überschaubar. Ich habe eine schöne Donau, wo ich relaxen kann und ich liebe es.